Hallo und herzlich willkommen zu Impuls, lebe deine Version, dein Podcast für ein gelassen, entspanntes Leben voller Energie. Mein Name ist Tanja Traxler und ich freue mich, dass du hier bist. Bevor wir heute zu einer äußerst spannenden Interviewpartnerin kommen, der Herbst hat wieder begonnen und vielleicht kennst das auch du, so wie viele andere und auch ich, es geht rund. Nicht nur die Schule fordert wieder, der Kindergarten oder einfach auch die vielen Dinge, die rundherum anstehen, sondern auch das Herbstwetter hat es teilweise in sich. Und deshalb gibt es heute in diesem wunderbaren Interview auch viele Tipps, wie du gut im Herbst durchstarten kannst. Ja, auch bei mir geht's rund. Ich bin viel unterwegs im Herbst. Vielleicht sehen wir uns ja bei dem einen oder anderen Event. Die nächste Möglichkeit gibt's in Hamburg auf dem Kongress Musik in der Kita. Da bin ich vom 2. bis 3. November unterwegs. Aber auch auf der Messe Gesund und Glücklich in Klagenfurt am 16. November halte ich einen Vortrag. Und in Wien am 9.11. auf der Interpädagogika. Vielleicht sehen wir uns da, ich würde mich riesig freuen. Auf ein ganz besonderes Seminar möchte ich dich noch aufmerksam machen, und zwar auf das Seminar Meditation, Klang und Stille, das bei uns im Zentrum in der Steiermark vom 13. bis 14.12.2019 stattfinden wird. Ein ganz besonderes Seminar. Wir werden wirklich die Zeit nützen, um die Wintersonnenwende, um Einkehr zu halten, um unseren Atem zu beobachten, Handy auszuschalten und mal ganz abzuschalten vom Alltag und in der Stille, im Klang und in der Meditation anzukommen. Aber jetzt kommen wir zu meiner Interviewpartnerin, und zwar ist das Tanja Traubmann. Tanja Traubmann ist Lifestyle-Unternehmerin. Und sie ist Mutter von einem Sohn und steht natürlich als Frau mitten im Alltag und mitten im Leben. Sie wird uns heute erzählen, wie sie einerseits gut durch ihr Leben kommt. Sie wird uns von ihren Krisen erzählen, von ihren Höhen und Tiefen und wie sie ihren Tag als Unternehmerin gestaltet. Aber andererseits wird sie uns auch Tipps mitgeben, wie wir gut in den Herbst gehen können, und zwar mit ätherischen Ölen. Ich freue mich jetzt riesig, mit dir dieses spannende Interview zu teilen und freue mich natürlich, wenn wir uns im Herbst auf die eine oder andere Weise begegnen. Ich freue mich riesig, dass du heute bei mir im Podcast bist, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir dieses Interview zu machen, weil du bist eine ganz besondere Frau. Ich kenne dich schon sehr lange, schon über 15 Jahre, glaube ich jetzt. Und du bist ja einerseits eine Unternehmerin, wirklich eine ganz großartige Unternehmerin. Du bist Lifestyle-Unternehmerin, hast auch einen Sohn und bist natürlich eine Frau, die mitten im Leben und mitten im Alltag steht. Und genau darum soll es heute bei uns in diesem Interview gehen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast, liebe Tanja. Ich war total begeistert, wie du mich gefragt hast. Da dachte ich mir, wow. Und vor allem ist das ja für mich etwas ganz Neues, mein Unternehmen oder mich vorzustellen. Ja? Und du hast mich ja gebeten, ehrlich zu sein. Und ich habe mich lange nicht so als Unternehmerin gesehen. Vielleicht wäre jetzt das Wichtigste dazu zu sagen, weshalb habe ich mich überhaupt entschieden, Unternehmerin zu sein. Und das war mein Sohn. Ich habe ja meinen Sohn vor 14,5 Jahren auf die Welt gebracht. Und ich wusste, für mich ist es das Wichtigste, dass ich für ihn da sein kann. Wenn ich schon ein Kind habe, dann wollte ich für ihn da sein, weil ich wusste, ich bin das Beste, das er bekommen kann. Und ich habe dann meinen Job, ich bin an und für sich Operationsschwester gewesen, den habe ich gekündigt. Und das ist auch ein Lifestyle-Tipp von mir, etwas Altes loszulassen, damit etwas Neues überhaupt da sein kann und Platz hat. Und ich habe meinen alten Job losgelassen und ich wusste damals überhaupt nicht, was ich machen soll. Keine Ahnung, aber ich wusste, ich will für mein Kind da sein. Und das hat sich dann ergeben. Und ich habe mein Unternehmen aufgebaut, habe entscheiden können, wann arbeite ich, mit wem arbeite ich, so wie mit euch bei Neue Wege. Wir hatten ja einmal im Monat einen Vortrag oder ein Treffen, ja,
Und ich habe erzählt über das, was ich mache in meinem Leben, dass es mir gut geht, dass ich in meine Kraft komme, dass ich Energie habe, dass ich für mein Kind da sein kann, für meine Familie und auch für mich. Aber Tanja, wenn du jetzt... Das ist ganz, ganz wichtig, immer für dich. Genau. Wenn du jetzt sagst, du hast damals deinen Job gekündigt. Es gibt ja viele Frauen, die immer wieder vor dieser Entscheidung stehen. Soll ich springen? Soll ich in die Selbstständigkeit gehen? Soll ich meinen Job wechseln? Du hast es jetzt recht leicht gesagt. Ich habe meinen Job gekündigt, weil für mich war das klar, dass ich Unternehmerin werden möchte. War das denn wirklich so leicht für dich, diesen alten Job aufzugeben? In dem Fall, wenn ich das so leicht sage, ja, weil mein Mann zu mir gesagt hat, mein Schatz, ich bin für dich da, ich verdiene inzwischen das Geld, bis du weißt, was du machen möchtest und was du aufbauen möchtest. Und ich hatte wirklich das Gefühl, ich kann dort nicht mehr hin. Also das ist so ein Gefühl gewesen. Und da hat die Seele zu mir gesprochen, ja, das passt nicht mehr für dich. Aber ich würde niemandem raten, einfach so seinen Job wegzuschmeißen, ohne ein Sicherheitsnetz oder zumindest das nebenher zu machen, ja. Für mich hatte ich einfach das große Glück, meinen Mann zu haben. Mhm. Ja. Und nichtsdestotrotz habe ich dann aber meine Firma aufgebaut, denn ich wollte nie nichts tun. Das bin ich nicht. Also ich bin eine Macherin, ich will etwas wirken in der Welt und speziell einen Lebensstil zu leben, der die Natur schützt und der für mich und meine Familie wirklich nur gesunde, wertvolle Dinge, Gedanken, Emotionen auch beinhaltet. Und das lehre ich. Mhm. Das ist für mich ganz wichtig, dass man darauf schaut, was führt man sich zu, ob das jetzt Nahrung ist oder Kosmetik ist oder auch Fernsehen, Medien, Gedanken, Emotionen, all das mit Bewusstsein wahrzunehmen. Und das habe ich in diesen letzten, sage ich jetzt einmal, 15 Jahren, seit wir uns kennen in Wahrheit, ja, probiert, getestet, weitergegeben, geschult. Und dadurch ist dann mein Unternehmen gewachsen. Und jetzt bin ich in der Lage, oder schon länger eigentlich, so zu leben, wie ich das möchte. Und mit Menschen zusammen sein, die wertvoll sind für mich und mich bereichern. Und ist in den letzten 15 Jahren dann immer als leicht gegangen? Oder hast du auch so deine Krisen erlebt? Oder hast du müssen immer wieder ausjustieren, in welche Richtung gehe ich jetzt weiter? Was passt zu mir, was passt nicht zu mir? Ständig. Ja. Ständig. Also du wirst das ganze Leben lang immer wieder konfrontiert mit Situationen, wo du genau spürst, oh mein Gott, das ist nicht für mich, ja? Und trotzdem ignorierst du es und machst es. Weil vielleicht die Gesellschaft das so verlangt oder weil man das ja so sagt oder das soll ja so sein, wie auch immer. Und ich habe dann schlussendlich gelernt, wirklich sehr, sehr gut auf mich zu hören. Und das zeigt dir ja deine Seele, wenn du hinhörst, was ist gut für dich und was nicht. Nur wir haben eben verlernt, darauf zu hören oder wollen es immer allen recht machen. Das konnte ich besonders gut. Allen alles recht zu machen, für alle da zu sein, und ich kann auch sehr viel, das ist ja das, und ich liebe es zu tun, ja. Ich liebe es, für Menschen da zu sein und sie zu unterstützen. Aber oftmals habe ich dann auf mich vergessen und dann bin ich eben wieder rein. Mir ist es dann nicht gut gegangen, gar nicht gut, dass ich mich auch zwischenzeitlich extrem zurückziehen musste und mit niemandem reden wollte. Ich konnte nicht. Ich würde das Wort jetzt Burnout nicht in den Mund unbedingt nehmen, ja. Das ist jetzt vielleicht zu groß gegriffen, aber ich habe gespürt, so will ich nicht mehr weitermachen. Mhm. Und habe dann eben genau wieder in dieser Stille, in dieser Ruhe gehört und gespürt, was ist meins. Mhm. Und dadurch habe ich wieder viel Kraft bekommen. Also für dich war auch, wenn du jetzt in einer Krise warst, wenn wir es jetzt einfach einmal Krise benennen, wobei Krise ja immer etwas Positives in sich bergen kann, um sich selbst wieder zu finden oder sich selbst neu auszurichten. Für dich war dann auch immer der Rückzug wichtig, dass du sagst, du warst ganz mit dir allein, du warst in der Stille und dann konntest du dich wieder neu ordnen. Das ist richtig. Und ich habe dann in dieser Zeit auch immer ganz, ganz viel entrümpelt und losgelassen. Mhm. Ob das jetzt dann im Haus war, dass ich ganz, ganz viele Dinge weggegeben habe oder auch mit meinen Emotionen oder Gedanken oder Glaubenssätzen, das war immer die Zeit, wo ich ganz viel erkannt habe, das mir nicht mehr gut tut
und habe es dann ganz rigoros auch losgelassen. Das ist nicht immer einfach und auch oft schmerzhaft und man verliert auch oft viele Menschen, die man dachte, die bleiben für immer. Mhm. Aber das, was ich gelernt habe, ist, wenn es sich nicht mehr gut anfühlt, lass sie gehen. Es ist Platz für neue und wenn es Zeit ist, kommen sie vielleicht wieder zurück. Genau. Und auch wenn nicht, es ist okay. Genau. Also sich selbst treu zu bleiben und auf seine Wahrnehmungen auch immer mehr zu achten. Ja, das ist das, was, glaube ich, jetzt so auch in meinem Leben immer wieder da ist. Man ist nicht fertig. Ich sage immer, wenn wir fertig wären, dann wären wir nicht mehr auf dieser Erde wahrscheinlich, sondern gerade bei uns Frauen ist es so unglaublich wichtig, immer wieder stehen zu bleiben, immer wieder noch zu spüren, ist es jetzt meines? Gehe ich in die richtige Richtung? Oder braucht es wieder mal eine kleine Korrektur, damit sich es für mich wieder stimmig anfühlt? Absolut. Absolut. Und vor allem, was für mich das Thema war, immer der Selbstwert, Selbstliebe, beziehungsweise ich habe erst vor kurzem wieder dieses Thema gehabt. Ich hatte immer das Gefühl, zu wenig zu tun, zu wenig zu geben. Die Ansprüche, die ich selbst an mich gestellt habe, sind extrem hoch. Und das reibt auch extrem auf. Also es ist ganz wichtig, darauf zu schauen, beziehungsweise seinen eigenen Wert bewusst wahrzunehmen. Mhm. Dann nimmt das Leben einen sehr schönen Lauf an, sage ich jetzt einmal. Ja. Also so einen leichten. Und das ist für mich so wichtig, diese Leichtigkeit und diese Lebendigkeit im Leben zu spüren, beziehungsweise in sich selbst zu spüren. Dann bekommst du es auch im Außen. Ja. Mhm. Und du wirst immer wieder, wenn du das nicht tust, das wird dir gezeigt. So wie du sagst, immer wieder, du bist nicht fertig. Ja, und wie wird dir das zum Beispiel gezeigt? Wie nimmst du das dann wahr in deinem Alltag, dass du vielleicht jetzt vom Kurs ein bisschen abgekommen bist oder wie auch immer? Indem ich dann grantig bin, ja, und genervt, dann denke ich mir, okay, da stimmt was nicht, ja, weil genervt und grantig zu sein oder so, das ist nicht das, was ich liebe, ja. Oder auch natürlich körperlich bin ich dann einmal, wow, nicht gut drauf, ja, und ich bin auch krank oder geschwächt. Nennen wir es geschwächt, unbedingt krank. Das war auch vor kurzem wieder so, weil ich über meine Grenzen immer wieder drüber gegangen bin, weil ich ja liebe, was ich tue. Genau. Ja. Aber genau das ist dieses ehrliche Miteinander sprechen, wo wir sagen, es ist so wichtig, dass wir Frauen uns auch da authentisch miteinander oder authentisch begegnen, denn jede Frau kennt das aus ihrem Alltag. Aber wir sind jetzt wirklich in dieser Instagram-Social-Media-Gesellschaft angekommen und wir haben gerade, vorher habe ich gerade mit meiner Mitarbeiterin drüber gesprochen. Natürlich ist es so, wenn ich meinen Instagram-Kanal anschaue, dann schaut das auch immer alles nur leicht und lockerflockig aus. Aber wir kennen diese Dinge alle aus unserem Alltag und sich das auch zuzugestehen, denke ich mir, das ist der wichtigste und wesentlichste Schritt in Richtung, dass das Leben leichter und ja angenehmer wird auch oder leichter, flockiger wird. Ja. Aber Tanja, du bist Lifestyle-Unternehmerin. Du hast es vorhin schon kurz angesprochen, was können wir uns jetzt tatsächlich darunter vorstellen? Oder wie sieht jetzt so ein beruflicher Alltag bei dir aus? Für mich bedeutet es, mit Menschen, Menschen im Prinzip zu unterrichten, dass sie beginnen, ihren Körper zu spüren und genau zu spüren, was tut dem Körper gut, was tut der Seele gut, was tut dem Umfeld gut, also ihrem Haus, ihrer Wohnung, was auch immer. Das unterrichte ich. Das ist natürlich in den meisten Fällen erst am Abend. Allerdings inzwischen hat sich das geändert, oft über Zoom, so wie wir das jetzt hier machen. Ja, früher hätten wir uns getroffen. Mhm. Auch schön, keine Frage. Aber es ist jetzt so einfach. Ja, du schaltest den Computer ein und darüber schule ich das dann. Für mich ist es wichtig, raus mit der Chemie aus deinem gesamten Umfeld, ersetzen durch Natur. Das schule ich. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Speziell auch Gedankenhygiene entrümpeln, so wie ich es schon die ganze Zeit auch erzählt habe. Und ich habe jetzt keinen strukturierten Ablauf. Ja, das fließt so. Je nachdem,
wie ich die Menschen begegne und was sie eben brauchen in dem Fall. Ja. Und das Gute ist, sobald mein Sohn irgendwas braucht, kann ich alles absagen. Ja. Und ich bin für ihn, das ist mir noch immer das Wichtigste. Schön. Noch immer. Ja. Ja. Obwohl er jetzt 15,5 ist, man glaubt ja, er braucht dich weniger. Okay. Die brauchen einen noch mehr oft, gell? Oder intensiver. Sie brauchen ihn, wenn sie älter werden, brauchen sie nicht mehr so sehr die Quantität, sondern mehr die Qualität und brauchen einen dann oft sehr intensiv. Mhm. Ja, das weißt du ja auch. Ne? Ja. Also das kann ich jetzt wirklich gar nicht sagen, wie manchmal ist es dann eben sehr intensiv, dann habe ich wieder 2 Tage, wo ich wirklich nur für mich die Zeit nehme. Natürlich, das plane ich mir auch ein. Gut, manchmal wäre es besser, strukturierter zu sein, muss ich auch sagen, ja. Also aber die Freiheit habe ich auch, dass ich nicht strukturiert bin. Genau. Also bei dir habe ich so das Gefühl, du bist so im Flow, du lässt dich einfach auch auf das ein, was dir gezeigt wird, welche Menschen zu dir kommen, welche Menschen auch von dir lernen möchten und kannst da gut mit diesen auch mitfließen, mit dieser Energie. Ja, wobei ich mir vorher schon, also zumindest war es am Anfang so, sind oft Menschen gekommen, die mich nur ausgesaugt haben. Mhm. Ja. Ganz, ganz viel genommen haben und ich natürlich freigebig bin und ich bin so ein offenes Wesen, ja, und ich sprühe, ja, du kennst mich, habe das dann übersehen, dass diese Menschen nur nehmen und ich nichts zurückbekomme. Auch mein Thema, ja. Mhm. Bis ich dann gelernt habe, ganz bewusst zu sagen, mit welchen Menschen möchte ich mich denn umgeben. Auch das gehört zu diesem Prozess dazu, genau zu sagen, wen will ich in meinem Leben haben? So eine sogenannte Wunschklientin. Ja, und die habe ich kreiert und seitdem ist es viel, viel besser, denn damit kriege ich auch Energie zurück. Ja, und ich nehme sie an, das ist ja auch das Thema. Ne? Also es war immer das Thema, dieses Annehmen von Hilfe oder von Gefälligkeiten, dass ich nicht gut konnte. Man lernt, sonst kommt man nicht weiter. Tanja, du hast vorhin angesprochen, dass du in deinem Unternehmen oder in deiner als Lifestyle-Coach jetzt auch dir ganz wichtig ist, dass die Chemie rauskommt aus dem Alltag, weil das etwas sehr Belastendes auch ist. Und du arbeitest ja zum Beispiel auch sehr viel mit ätherischen Ölen, wo man sagt, das wäre jetzt wirklich diese sehr natürliche Welle auch, wo ich sage, ich kann mich sehr natürlich unterstützen in unterschiedlichsten Bereichen. Hättest du jetzt für meine Hörerinnen auch ein paar ganz konkrete Tipps, wie sie ihren Herbst jetzt angenehmer gestalten können? Gerade im Herbst haben wir so dieses trübe Wetter oft oder es kommen auch immer wieder diese Stimmungstiefs oder auch Verkühlungen, das Immunsystem wird sehr gefordert. Könntest du uns jetzt da so ein paar Tipps mitgeben, wie du gut durch den Herbst kommst? Oh ja, natürlich. Ist ja auch meine Hauptaufgabe, sage ich jetzt einmal, den Körper zu stärken und vor allem das Umfeld. Das Erste, was ich immer mache, sobald die Fenster wieder geschlossen sind, weil es draußen zu kalt ist, ich schalte meinen Diffuser ein. Das ist ein Gerät, mit dem man Wasser, also das heißt auch die Luftfeuchtigkeit wird sofort wieder verbessert, mit ätherischen Ölen. Und da nehme ich immer die Zitrone. Mhm. Zitrone ist ein Öl, das total aufhellend wirkt. Ja? Das heißt, es wird so schnell finster, und ich brauche dann diese Zitrone für meine Stimmung. Aha. Ist einfach herrlich. Du kommst dir vor wie im schönsten Sonnentag, ja, irgendwo in Italien. Und das ist einfach schon schön. Und wenn Menschen so reinkommen, dann, wow, da riecht so gut. Hast du geputzt? Nein, habe ich nicht. Ich habe nur einen Diffuser eingeschaltet. Also du gibst dann das ätherische Öl nicht in die Duftlampe, so wie man das eigentlich kennt, sondern hast dein eigenes Gerät, den Diffuser, der das dann mit Wasser vernebelt, ja? Oder? Das ist, ja, unbedingt. Also diese ätherischen Öle mit dieser Qualität auf keinen Fall in eine Duftlampe, da würden sie zerstört werden. Die sind ja lebendig. Ja? Und diese Lebendigkeit, die dieses ätherische Öl in sich trägt, in dem Flascherl, habe ich dann in meinem Umfeld. Und diese Lebendigkeit darf ich dann einfach für mich annehmen. Mhm. Und das ist dann einmal die Zitrone. Das ist aber auch Orange. Gerade Orange ist auch ein Öl, abgesehen vom Geruch her, fantastisch und auch ein Zitrusöl. Und da ist die Orange sehr unterstützend, sage ich jetzt einmal, dass die Kinder oder mein Sohn mehr Freude hat dabei, das zu erledigen, was gesagt wird. Also Zitrone und Orange.
wären so deine Tipps für den Herbst? Also ich habe momentan auch immer nur die Orange bei mir. Ist mein Öl, mein ätherisches Öl. Ich arbeite ja ganz viel mit ätherischen Ölen und ätherische Öle begleiten meinen täglichen Alltag. Und momentan greife ich immer intuitiv zur Orange. Und das ist, wirkt wirklich sofort stimmungsaufhellend und stressmindernd, so wie du das jetzt auch gesagt hast. Das finde ich auch ein wunderbares Öl für den Herbst. Gibt es noch ein ätherisches Öl, was du uns empfehlen kannst? Also das, was ich, das ist jetzt aber allerdings eine Mischung, eine besondere Mischung, die heißt Thieves. Mhm. Also Thieves, dieses Öl ohne den geht im Grunde jetzt das ganze Jahr nicht, sage ich mal, aber gerade jetzt in dieser kühlen Zeit, wo eben das Immunsystem wieder mehr zu tun hat, sage ich mal, da verwende ich dieses Öl im Diffuser, beziehungsweise ich gebe mir das irrsinnig gern auf die Füße, weil mir das dabei hilft, stark zu bleiben, gesund zu bleiben. Und das geht das ganze Jahr, also den ganzen Herbst, über, ich sage jetzt mal jetzt, im September fängt es schon an, Oktober, durchgehend einmal am Tag verwende ich das. Also auch meine Familie. Du gibst es direkt auf deine Fußsohlen drauf, dieses Öl. Ja, richtig. Mhm. Weil ich weiß nicht, wie weit ihr das wisst, aber in den Füßen sind die Fußreflexzonen. Das heißt, alles, was ich über die Füße auftrage, kann ich super den ganzen Körper erreichen oder die ganzen Organe, wie auch immer. In dem Fall möchte ich den ganzen Körper erreichen. Ich gebe es auf die ganzen Fußsohlen, ein, zwei Tropfen, eventuell mit einem Trägeröl, also einem fetten Öl, Olivenöl zum Beispiel. Ja. Und so kann ich dann meinen ganzen Körper ganz einfach schützen. Und das machen wir oft am Abend. Mein Sohn liebt es, wenn ich ihm die Füße massiere. Und das ist auch so eine intensive Verbindung. Ich liebe es, wenn man zusammen ist und ja, sich etwas Gutes tut. Und das ist in unserem Fall das Massieren der Füße mit einem ätherischen Öl. Das ist sehr verbindend. Schön. Sehr verbindend. Schön. Siehst, dafür werde ich mir jetzt ab heute auch wieder Zeit nehmen. Das ist eine gute Erinnerung. Was kann man sich vorstellen, was ist in dieser Thieves-Mischung, was sind da für ätherische Öle drinnen, weil du gesagt hast, das ist eine Mischung? Ja, das ist eine Mischung, da ist Oregano, Thymian, die Nelke ist da drinnen. Das sind ätherische Öle, die sehr, sehr stark sind, auch sehr heiße Öle sind. Das heißt, sie wärmen auch den Körper, speziell jetzt in dieser kalten Zeit. Ist auch ein guter Tipp, mit diesem Öl ein Fußbad zu machen. Mhm. Ja? Um seinen Körper, speziell wenn du jetzt draußen warst und dir wurde kalt, ja, dann ist es wichtig, den Körper wieder zu wärmen, denn Kälte schwächt das Immunsystem. Mhm. Und deswegen ist das ganz toll, wenn man dann ein Fußbad macht mit Thieves, ja, dem Öl, und seinen Körper wieder durchwärmt. Schön. Hast du da eine bestimmte Temperatur bei den Fußbädern oder soll es einfach nur warm sein oder machst du es eher heißer? Ich sage jetzt einmal nicht zu heiß, das stresst den Körper auch wieder, so 38 Grad, sage ich 38 bis 40 maximal, mehr würde ich nicht machen. Ja? Mhm. Eventuell auch mit einem Basensalz, also das wäre ganz ideal, um gleich Säure aus dem Körper rauszubringen, das ist total wichtig. Und dann hast du beides, du bringst Säure aus dem Körper raus und bietest dem Körper das ätherische Öl, Thieves, an. Ja? Also auf der einen Seite entgiftest du und auf der anderen Seite bietest du ihm gleichzeitig auch etwas an, dass er sich wieder stärkt. Und das ist meines. Ich liebe es, alles rauszubringen aus dem Körper, was du nicht mehr brauchst, ja, was dich schwächt, und dem Körper aber etwas anzubieten, das ihn auch gleichzeitig wieder stärkt. Und dieses Gleichgewicht, das gehört ständig, immer, ein ganzes Leben lang ausbalanciert. Mhm. Und das bringe ich bei, das schule ich, das erinnere ich auch ständig wieder in meiner Gruppe, in meiner Facebook-Gruppe. Und ja, das ist wichtig. So wie du jetzt gesagt hast, eben wieder, ach ja, du erinnerst mich, das werde ich jetzt am Abend auch wieder tun und mit meinen Kindern das machen. Man vergisst diese Dinge und da braucht man dann oft wieder eine kurze Erinnerung. Genau, das war das. Dieses Füße massieren war monatelang oder jahrelang ein Ritual am Abend. Und jetzt habe ich irgendwie drauf vergessen. Und jetzt bin ich dir sehr dankbar. Gerade jetzt im Herbst ist es ein wunderschönes Ritual mit den Kindern am Abend. Und das brauchen oft wirklich, ich habe ja drei Kinder, oft nur ein paar Minuten sein, aber das ist eine intensive Begegnung,
eine wirklich, wo man ganz präsent und voll und ganz da ist als Mama auch. Und das sind ein paar Minuten oft sehr, sehr wertvoll für ein Kind vor dem Einschlafen. Schön. Ja. Man hält nämlich damit den ganzen Körper in seinen Händen, wenn man Füße hält. Und die Kinder werden groß, ihr wisst das, das ist nicht mehr so einfach mit dem Tragen, Halten und so weiter. Aber wenn man die Füße von seinem Kind hält, dann hältst du ihn wie damals, als er ein Baby war. Hm. Und das ist für mich und auch für meinen Sohn noch immer eines der wertvollsten Begegnungen, die wir beide haben. Schön. Vielleicht komme ich dort noch zu einem Thema, was mich jetzt sehr interessieren würde, wenn ich dich jetzt schon bei mir im Podcast habe, weil du sagst gerade die Kinder und Herbst und da kommt jetzt automatisch bei mir das Thema Schule, was ja einfach auch immer wieder fordert und auch, also zumindest bei uns in der Familie, uns alle immer wieder mal an die Grenzen bringt, was an Anforderungen auch da ist bei den Kindern. Und gerade jetzt, so wir sind in der 5. Schulwoche, merkt man, die Schularbeiten gehen wieder los. Es wird einfach jetzt schon rundherum dieser Druck jetzt wieder aufgebaut. Wir müssen für die Schularbeiten lernen. Gibt es da vielleicht auch ein ätherisches Öl, wo du sagst, da kann ich jetzt mein Kind unterstützen, dass es einfach gut mit diesem Druck auch umgehen kann, dass es vielleicht innerlich ruhig wird und einfach den Herbst jetzt in der Schule auch gut bewältigen kann? Ja, da gibt es einige. Wobei, das erste habe ich schon gesagt, das ist die Zitrone. Wieder die Zitrone. Zitrone und Orange. Ja, diese beiden Öle sind auch sehr wertvoll, darum lasse ich sie auch laufen. Ich habe auch hinter mir schon den Diffuser laufen. Zitrone erhöht die Merkfähigkeit, das ist erwiesen. Das heißt, ich lasse das immer am Nachmittag laufen, wenn er dann lernt, abgesehen davon, dass es dann auch seine Stimmung hebt. Und Orange ist auch ein Öl, das sich dabei unterstützt, nicht so aufgeregt zu sein oder diese Angst vor Versagen, ja, kann durch Orangenöl auch extrem gebessert werden. Dieser Druck, der vorherrscht und so wie du sagst, die Schule beginnt, wir haben jetzt bereits Mathe und Deutsch und keine Ahnung, ja, alles kommt jetzt inzwischen hierher. Aber das, was ich eben sage, ich habe mir durch mein Unternehmertum es mir so richten können, dass ich am Nachmittag da bin. Ich gebe ihm dann eben die Öle hinein und ich schaue einfach, dass er auch von der Nahrung her wertvolle Produkte isst, denn auch das ist wichtig. Und ja, das ist dieses Gesamtpaket, wo man emotional da ist, wo man schaut, was ist er, was nimmt er zu sich, also jetzt auch Handy und so weiter. Und diese Freiheit, muss ich wirklich sagen, ist unbezahlbar. Das Einzige, was mich vielleicht noch interessieren wird, ob es ein Öl gibt, was du jetzt für dich als Frau noch speziell nimmst, für deinen Alltag? Na, für meinen Alltag ist es im Endeffekt nach wie vor Joy. Das ist das Öl, das mich von Anfang an begleitet hat. Denn ich habe in meinem Leben ganz, ganz viele Dinge erlebt, die nicht schön waren. Und es war nicht einfach für mich zu sehen, dass es schön ist auf der Welt. Ja? Oder dass es wertvoll ist, dass ich auf der Welt bin. Das ist vielleicht eher das riesige Thema. Und da hat mir Joy dabei geholfen, zu sehen, dass es schön ist, auf der Welt zu sein und dass es schön ist, dass auch ich auf der Welt bin. Im Joy ist, glaube ich, ganz viel Rose auch drinnen, das ätherische Öl Rose. Ja? Ja, genau. Also viele Blütenöle, die dir dabei helfen, aufzublühen und das, was in dir steckt, das du oft gar nicht mehr vermutest oder spürst, das darf aufblühen, das darf in die Welt hinaus, das darf scheinen, das darf leuchten. Und genau, gerade für Frauen ist es so wichtig, dass sie beginnen, zu ihrer Kraft zu stehen, zu ihrer Schönheit, zu ihrem Leuchten. Das darf alles da sein. Schön. Und das darf raus. Und da hat mir Joy extrem geholfen, denn ich war bei Gott immer eine graue Maus. Ihr könnt mich jetzt nicht sehen, ich weiß, aber ich schaue jetzt anders aus. Ich leuchte. Ich strahle und ich stehe zu mir. Ja, das kann ich bestätigen. Danke vielmals, aber ich möchte, dass das viele, viele Frauen ebenso tun. Dafür stehe ich auch. Denn ich sehe, was Potenzial in Frauen ist. Und das möchte ich befreien, helfen. Ja. Tun kannst du es nur selber. Aber zumindest inspirieren dazu. Schön.
Tanja, wo kann man dir begegnen? Die Hörerinnen möchten jetzt ganz sicher mehr von dir erfahren oder auch vielleicht mit dir in Kontakt treten. Du hast vorhin schon erwähnt, du hast eine Facebook-Gruppe. Oder vielleicht kannst du uns einfach noch sagen, wo wir dir begegnen können, damit man noch mehr von dir erfahren kann. Am ehesten tatsächlich auf Facebook, jetzt einmal in meiner Tropfentruppe. Also ja. Ihr findet mich unter meinem Namen, Tanja Trautmann, auf Facebook. Ihr könnt mir gerne eine Anfrage schicken oder mir eine Nachricht schicken. Und wir können dann in Verbindung treten. Wir werden auf jeden Fall deine Facebook-Seite Tanja Trautmann mit deinem Link dann in den Shownotes verlinken, damit man mit dir Kontakt aufnehmen kann, wenn man das möchte. Und ich möchte mich bedanken, liebe Tanja, für dieses wunderbare Interview. Wir gehen sehr, sehr, wie sagen wir, voller Schwung jetzt in diesen Herbst hinein, auch voller Motivation. Die Orange hole ich mir jetzt gleich wieder hervor, aber auch die Zitrone. Und ja, ich möchte mich bedanken. Es war mir eine Freude, mit dir zu plaudern. Wow, vielen Dank, Tanja, für dein Interesse auch an mir. Das ist sehr, sehr wertvoll. Und jeder hat solche Geschichten zu erzählen. Denkt bitte daran. Jeder hat wertvolle Geschichten zu erzählen. Immer. Ich danke dir von Herzen. Die Shownotes und die Verlinkung zu Tanjas Tropfentruppe auf Facebook findest du wieder in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn wir uns begegnen. Die Jahresgruppe ist ja bereits angelaufen mit so vielen wunderbaren Frauen. Die nächste Möglichkeit, sich in die Jahresgruppe einzuschreiben, findet dann im Jänner statt. Ich werde dich aber noch rechtzeitig darüber informieren. Jetzt wünsche ich dir schöne, entspannte Herbsttage und viel Energie, um all deine Projekte und Ideen umzusetzen. Deine Tanja.